hallo zu unserem ersten Vlog-Eintrag. Wir sitzen hier in St. Petersburg. Naja, gestern sind wir einfach nur ein bisschen durch die Stadt gelaufen. So der Nase nach, ohne großartigen Plan. Die Stadt ist sehr schön. Vergleichbar vielleicht mit Berlin oder London, so vom Flair her, vom Gefühl her, wenn man hier durchläuft. Also sehr, ja, schon ja, eine westliche Stadt einfach, könnte man sagen. Ja. Außer, dass hier keiner Englisch spricht. Jetzt gehen wir gleich in die Hermitage. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Wir dachten, es könnte auch Hermitage sein. Vielleicht kann uns irgendjemand sagen, wie das heißt. Aber Hermitage fanden wir, klingt nobel, deswegen nennen wir es jetzt einfach mal so. Ja, da gehen wir gleich hin und ein paar Aufnahmen von der Stadt folgen jetzt. Wir sind jetzt hier vor der Peter Paul Fortress, die sieht man im Hintergrund. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und wir sind jetzt quasi einmal über diese Brücken gelaufen und kamen quasi hier von der anderen Seite. Da sieht man jetzt auch nochmal die Hermitage hier im Grün. Und das Goldene ist, glaube ich, die Isaac's Cathedral. Da schauen wir uns jetzt nochmal die Peter Paul Fortress an. Und die Stadt ist echt super schön. Wetter ist auch echt voll in Ordnung. Es ist nicht so kalt, also von daher echt alles. Aufzug funktioniert sogar, aber wir gehen mal die Treppen. Ja.
So, da werden wir. Normalerweise ist immer abgeschlossen. Schauen wir mal. Spaß. Ja, das ist unser Zimmer. Ziemlich groß. Wasserkocher, großer Schrank und schöne Aussicht. Das hier ist einmal unser kleiner Einkauf. Dafür haben wir insgesamt 7,50 Euro ungefähr bezahlt. Und davon haben die Muffins schon 2,50 Euro gekostet. Die Muffins waren leider sehr teuer, aber die sehen auch sehr geil aus. Ja. Heute stellen wir euch Kwas vor. Das ist ein traditionelles russisches Getränk, sieht aus wie Cola, schmeckt leider gar nicht wie Cola, schmeckt wie, was haben wir gesagt, Zuckerrübensirup mit Sprudelwasser. Umso mehr man davon trinkt, umso besser schmeckt es. Leicht alkoholisch, 1, irgendwas Prozent. Es ist sehr gesund, hast du das gesagt? Ach genau, ja, das war's. Es ist sehr gesund. Deswegen trinken wir das jetzt auch. Die Flasche ist, wie man sieht, schon leer. Ja, hier ist so ein kleiner Partybezirk mit vielen Kneipen und Streetfood und so. Wo gehen wir hin? In die falsche Richtung, oder? Naja, was du da machst, Gruschau, geht wohl. Задвигаем шторы, копье, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры. So, wir sitzen jetzt hier an der Station Moskowskaja, um an unserem letzten St. Petersburg-Tag den sowjetischen Süden der Stadt noch zu erkunden, der ursprünglich der Stadtkern von damals Leningrad war. Und ich zeige euch das einmal hier. Ja, und hier gibt es jetzt gutes Frühstück. Und dann erkunden wir jetzt hier noch ein bisschen die Stadt. Wir laufen wahrscheinlich jetzt hier in dieser großen Hauptstraße einmal bis zurück bis zu unserer Bahnstation, wo wir das Gepäck eingeschlossen haben. Und dann fahren wir heute Abend mit dem Zug bis nach Moskau. Das sind alles so Einzelabteile. Drei wieder. Vier.
Tja, dann ist aber unsere... Das sind die Nummern, die leuchten da. Hier, das ist Carriage 2. Ah, okay. Und das ist 1, das heißt, der hier ist unserer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind denn hier die Nummern? Ja, aber wo sehe ich denn die Nummern? Ach so, da ist 52. Ja, ich hab's gesehen. Okay, dann ist das hier wohl unser Platz. Oh. Du bist on air. Ja, hallo. Aus dem ersten Zug von St. Petersburg nach Moskau. Wir haben unseren Platz bezogen. Und ja, Simone schläft wahrscheinlich oben, ich dann hier. Das müssen wir noch umbauen. Fahrzeit ist von 8:45 am Abend bis 10:05 am Morgen, glaube ich. Ja. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das hier so läuft. Ja, jetzt beziehen erstmal alle noch hier ihre Abteile. Der Zug steht jetzt fast eine halbe Stunde hier im Bahnhof und dann geht's erst los. Ja. Hallo, heute ist unser zweiter Tag in Moskau und wir sind auf der Suche nach dem Gorki-Park. Also wir sind jetzt hier am Roten Platz.